machines are heavily armed. We'll regret it later if we let them escape. So let's take them out. Nein! Sollen wir gegen den kämpfen? Also unser Trottel will das... hallo? Okay. Hier liegt jemand. Ich nehme an, er hat es versucht. Versuchen wir es auch? Ich glaube, wir versuchen es. Ja, Leben haben wir genug dabei. Warnung! Vergnügungsparkpanzer, Stufe 10! Aber das Ding steht jetzt nicht gleich auf oder so, oder? What the fuck? Ah, wo schießt denn das Ding hin? What? Anvisieren. What? Oh. Das. Wir kämpfen gegen einen Panzer, der Konfetti geschossen hat vorher. Jetzt nicht mehr. Krasse Matte, so gut wie kein Damage. Ich geh da mal, danke. Tschüssi. Weg. Oh, scheiße. Oi. Ah! Krass. Oi. Ah, fuck. Boah, krass, Alter. Was war das denn? 444 Erfahrung. Sehr geil. Was ist das? Eine Art Kristall? Some kind of crystal? Analysis. It is a core fragment from the machine life form. It is similar in structure to a plant cell. A plant cell. Okay, das könnte den Androiden, den wir getroffen haben, erklären, dass die Maschinen versuchen, humanoid zu werden. Maschinenkerne halten. So, Kollege, du hast mir den Kampf gegen den Panzer nie geschafft, hä? Tja, hätte dich mal ein bisschen angestrengt. Oh, ja, 20 Gold, ehrlich. Wir sollten vielleicht doch mal wieder ihn aufstehen lassen, auch wenn die irgendwie immer weg sind nach einer Weile. Hier was? Nein. Hier gibt's was. Danke. Eine Achterbahn fahren? Geil! It is a device that propels humans on rails at high speeds for the purposes of amusement. It was commonly referred to as a roller coaster. Humans sure are strange creatures. Ja, hat er recht. Da hat unser Idiot recht. Ich will damit fahren, hallo? Idiot, geh aus dem Weg. Hey, 2B? Yes? People around the world usually call me Nines, so... So, what do you think? I mean, if you want to call me Nines, it's totally okay. I'm good. Oh. Ach, komm schon. Hallo, schau ab. Ich will Achterbahn fahren hier. Nicht mit euch spielen. Boah, das Level ist echt übel schick gemacht. Uiuiui. Ui, ui. Muss ein bisschen aufpassen.
Uiuiui. Ah, komm. Hey! Hätte ja wenigstens noch besiegen können. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es nicht ganz hinhaut hier mit die. So, ne, das war Bot. Ponpon, das ist kein Bot, aber hier stirbt doch niemand. Eine dumme Puppe hörte die Schreie von Maschinen in einer Stadt voller Löcher. Okay, wir reparieren den mal. Gucken, ob der mal ein bisschen länger an unserer Seite bleibt. Blöde Maus, schon wieder im Bild, ey. So, Ponpon. Du bist jetzt bei uns. Ich wollte darüber, nicht hier runter. Schieß! Stufe 15, ey. Ja, komm, ja, musst du dabei stehen bleiben, Eule? Ui, Laser. What the fuck? Scheiße. Oh, krass, eine Augenwaffe. Ja, genau jetzt, wenn wir angreifen wollen. Boah, übel. Oder wie lange sollen wir denn hier drauf dreschen? Scheiße. Ah. Sag mal die Kamera an sich, dir. Nein, 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 nein. Ah, fuck. Ah, nicht noch mehr Bällchen. Niemand will deine Bällchen. Hallo, bleibst du mal hier? Okay, ich hau ab. What? Was ist das? Ecken abgeschlossen? Corpses.
What the fuck, Alter? Was zur Hölle? Komm, steh auf. Komm, schalt auch mal hin, Eule. Ja, mach hin! Mach hin! Ah, nein! Nein! Was ist das? Was geht hier ab? Kann man die Kamera bitte irgendwie sinnvoll? Danke. Hinten muss noch was sein. Jetzt. Oh, komm, nein. Was ist das? Schöner werden. Guckst du dich mal an, Eule? Scheiße. Ah, komm, hau ab. Nein. Dürfen wir ja nicht sterben. Ich will das nicht. Scheiße, ja, Bällchen! Fuck. Ja, brenn! Komm schon. Los, immer drauf. Meins. Ah, nein, scheiße. Ah, verdammt. Das hat mächtig Schaden gemacht. Also bei uns. Mein Stil ist gerade bei Stufe 15. What? Ich dachte, du willst schön sein. Guckst du dich mal an? Fuck. Ah, geh aus dem Weg. Ah, ja. Ah, nimm Leben. Ah!
Oh Gott! Scheiße, ey. Ah! Geh weg! Shit. Ah, nein. Nimm doch Leben. Scheiße, oh krass. Nein. Okay, Abstand halten, auf jeden Fall. Komm. Ich glaube, wir haben keine Erholung mehr. Schieß auf die! Nein, auf die! Oh Gott! Ja, bleib einfach, wo du bist, du Mistvieh! Neue Stufe 11, ja! Was war das gerade für ein Balken da oben? Oh Gott! Was? So Hölle war das für ein Vieh, ey. Was war das? Thanks for the assist. Oh, you mean the hacking? No worries. Us scanners are pretty good at that kind of thing. I've got your back anytime. Oh Gott. Wir haben sie überlebt. Wir haben nicht ein mehr Medizin. Wir haben nicht ein einziges mehr. Krass. Kein Wunder, dass hier so viele Tote rumliegen. Hier werde ich was fallen lassen, was sinnvoll ist. I'm sorry, 2B. Their circuits are fried. I think they were only being kept alive by that enemy. Oh. Was? Sollten wir die nicht gerade noch looten? Ah ne, war wahrscheinlich überall dieselbe Animation dann. Oh krass. Super von Yannick. Ja, Yannick. Hättest du dich mal ein bisschen angestrengt, wa? Geld 20 und die alle haben wenig Geld dabei. Aber krass, wir brauchen unbedingt wieder Medis. Da kommen wir nicht hin. Kommt gar nicht hier drauf. Aber was war das für ein Vieh, ey? Das kann immer die zweite oder dritte Mission oder so. Und dann so eine Gegner. Wir müssen unbedingt Geld sammeln zum Verbessern. That machine had some pretty weird things to say, huh? It's almost like it had actual emotion. The machines don't have feelings. You said that yourself. Yeah, I guess. Ja, komm, darf ich wieder laufen? Danke. Mal die Kiste. Ach, komm schon. Temposalbe, wir kennen Temposalbe! The Minis!
Jetzt hier hin. Oh, die Tür scheint offen zu sein. Fahrstuhl. Okay, also gehen wir erstmal vorne gucken. Ah, kann man, wieso können wir das noch nicht öffnen? Bis jetzt kein Zugriff. Ja, wann denn? Gucken wir erstmal in die Ecke hier. Weil gibt doch noch was. Vererz, gib uns mal Medis. Ich glaube nicht, dass es die einzigen Gegner hier bleiben. Ach, jetzt sind wir hier oben. Hier geht's Richtung Mission, also erstmal Fahrstuhl fahren. Boah, dieser Song da draußen, er ist so geil. Mach dir auf. Ja. Fahrstuhl fahren mit dem Trottel. Ich kann den Kreis jagen. Komm, Trottel, lauf! Trottel, lauf! Trottel, lauf! Oh, Musik! Boah, dieser Song, ey. Er ist einfach übel krass. Es würde mich ehrlich gesagt nicht wundern, wenn dieses Spiel einige Awards gewinnt für seine Musik. Ich hab lang. Was ist das? Ich glaube, die Leute bei Eidos, ja. Die haben schon irgendwen an der Waffe. Hier ist eine Kiste, wir können sie nicht öffnen. Hier ist ein riesen Weg zu einer Kiste und wir können sie noch nicht öffnen. Ich weiß aber nicht wieso. Hey, hey! Das dauert auch ein bisschen sehr lange, wenn hier so viele liegen. Vielleicht kann mir einer von euch mal verraten, was diese 1000 und immer ist, die da oben drüber steht. Mit Erfahrung glaube ich nicht, oder? Das wäre ein bisschen sehr viel. Oder? Ich denke schon. Hast du vorhin Idioten jagen? Komm! Komm, Trottel, lauf! Trottel, lauf! Lauf! So, während der Fahrstuhl fährt, gehe ich mir mal ganz kurz, mache ich mal das Mikrofon stumm, gehe mal schnell ein paar Taschentücher holen, bin in 2 Sekunden wieder da. So, bin ich auch schon wieder. Aber dieses Spiel macht echt Laune, muss ich mal sagen. Gerade dieses Level hier, es sieht so geil aus. Oh, das heißt, der Loot da hinten liegt auch wieder. Ein paar mehr Sachen, also ein paar mehr Punkte fürs Loot wären vielleicht nicht schlecht gewesen, aber... Oh, dieser Track. Ich mache jetzt mal ein Kippchen an. Krass, nach dem Kampf brauche ich eine Kippe. Ey, übel. Krass, bin immer noch total geflasht von diesem Bossfight gerade. Und dieser Song, ey, übel. Ja, da Tuvi, da kann sich ruhig mal strecken. Ah, ich muss rausfinden, ob man dieses Ding über 9S wegmachen kann, weil das nervt. Ich mache so gerne Screenshots. Jedes Mal habe ich seinen Scheiß damit auf dem Bild. Egal. Oh Mann, was... Feinde? Aber vor uns waren die alle lieb.
Können wir hier angeln? Jawohl, hier gibt's 100 pro was. Wenn man hier schon angeln kann. Das muss ich jetzt leider ausprobieren, das ist ein bisschen langweilig, ich weiß. Aber das muss ich ausprobieren, ob es hier was zum Angeln gibt. Ja, sieht gut aus. Komm schon. Muss da was anbeißen. Oh, dass das immer so lange dauert, ey. Bewegt er sich? Der bewegt sich. Ne? Hat er in den anderen Gewässern aber nicht gemacht. Wird er von der Strömung scheinbar mitgerissen. Oder mitgerissen, nicht wirklich, aber mitgezogen ein bisschen. Komm schon, hier gibt es doch bestimmt irgendeinen besonderen Fisch. Wir haben erst einen Fisch gefunden und haben wir 2% im Info. Also in den Infos. Boah, dieser Soundtrack. Na gut, scheint es nicht zu geben. Ja, Catch Complete, du hast nicht gefunden, du Eimer. This thing is awfully verbose for a machine. We pay you. Come to our village. Maschinendorf, okay. It could be a trap. Still, we should at least head over there and gather data, right? Ich folge dir. Ah, jetzt ist die Tür offen vom Vollen. Boah, dieser Soundtrack, Alter, ich liebe ihn einfach. Ja, ich muss trotzdem Loot sammeln, tut mir leid. 300. Jetzt habe ich auf mein S geguckt. Wir wollten an die Leiter rennen, aber wir sind gegen die Wand gelaufen. Geil. Wie geil, wie geil, wie geil. Ach, jetzt gehen wir über die Bäume, die wir am Anfang gesehen haben. Cool. Das Level-Design ist echt cool. Also, ohne Frage. Yep, wir folgen. Screenshot. What's that? Oh, right. You wouldn't have seen that before. They're sending supplies up from Earth to the moon in the bunker. There are no spare parts or fuel in space, after all. Okay. Wir haben ja schon die Teile für die verbesserte Kommunikation. Meins? Aber haben es ja noch nicht zu Amanda gebracht. Verbindung zum Netzwerk wird hergestellt, ja. Attack the bunker directly. They originally came here from outer space, right? Well, there are a few theories about that, but no one knows for sure. Hard to tell what an alien is thinking, you know? Ja, war doch klar. Hallo, hier will ich hoch. Fernabwehr plus, warum nicht? Oh, dachte, wir fallen runter. Hat was geladen. Das ist aber ein langer Weg hier ins Dorf. Errungenschaft freigeschaltet. Bis zum nächsten Besuch. Cool. Hier, die schwenken weiße Flaggen. Hey, so einen dicken Kumpel haben wir schon zerstört. Maschinendorf. They are.
all have white flags. Looks like they really don't want to fight. Hello. Before we begin, there's something you must understand. We are not your enemies. Phoebe, we can't trust anything the machines say. I understand that you see us as the enemy, but... Well, anyway, my name is Pascal. I'm the leader of this village. Those who reside here desire nothing more than to live a peaceful existence. Look around for yourself. You'll see that it's true. Wisst ihr, wie macht man eine Maschine? Wisst ihr, wir haben schon so eine Art Beziehung zu euch Androiden aufgebaut. Ehrlich gesagt hoffe ich sogar, dass ihr das hier zu Anemone im Widerstandslager bringen könnt. Was ist das? Das ist ein Treibstofffilter, um die sie gebeten hat. Hä, sie? Hä, woher weiß sie davon? Wenn ihr es zu ihr bringt, sollte das Beweis genug für die friedliche Einstellung unserer Gruppe sein. In Ordnung. Gegenstand halten, ein Treibstofffilter. Ich bin nicht der Feind. Ich gebe auf, ich gebe auf. Können wir hier hoch? Nein, nein, hoch. Nicht runter, Eule. Also kommen wir nicht hoch. Was für ein cooles Dorf. Wir werden nicht kämpfen. Ganz ruhig, wir sind nicht der Feind. Du hast gar keine Arme, du kannst dich gar nicht wehren, du Eule. Aber geil, hat die Fahne auf dem Rücken. Einfach angeschraubt. Wie cool. Also. Wer denn, wo denn? Ah, wir klingen mit einer Schleife auf der Birne. Cool. Große Schwestermaschine. Entschuldige, können Sie mir bitte helfen? Ich muss meine kleine Schwester finden. Sie ist verschwunden. Ja klar. Und das ist alles meine Schuld. Wahrscheinlich hat sie mein Jammern gehört, dass eines meiner Teile langsam einrostet. Also ging sie in die Wüste, um nach Ersatz zu suchen. Es ist jetzt mehrere Tage her und sie ist noch immer nicht zurück. Bitte, Sie müssen mir helfen. Ich bezahle, was Sie auch wollen. Okay, also die findet man in der Wüste. She sure cares about her little sister, huh? Still, it's pretty funny to hear machines talk about siblings. Do you think she just means they were built at the same factory or something? Maybe. Huh. Eine weiße Fahne bedeutet Kapitulation. Ja. Wir suchen keinen Streit. Vielleicht findet er aber welchen. Kann ich die angreifen? Okay, also das ist wie die blauen. Also die haben ja so einen blauen Lebenbalken wie die, die wir vorhin gesehen hatten. Okay. Ja, er kann es aufhören anzuvisieren. Danke. Ich will mit dem Großen reden. Ne, wo ist er hin? Hä? Da. War gerade weg. Hallo, ich will mit dir reden. Wir sind nicht der Feind. Hinten liegt jemand. Das ist eine Kiste. Kiste. Lass mich hier durch. Du bist nicht der Feind, aber du stehst mir im Weg. Ja, jetzt will ich nicht mehr mit dir reden. Gib mir die Kiste. Kleines Geldstück. Körper von Wayne. Wayne, das ist mir Wayne. Gib mir dein Zeugs. 512 Gold. Cool. Ah, der Track hier ist auch cool, muss ich mal so sagen. Ja. Ich glaube, die sagen alle dasselbe. Wollen wir nicht mehr mit allen reden hier. Das einzige, was es hier zu finden gab, war die Quest von ihr. Hab ich da gerade was leuchten sehen? Ne. Sah bloß so aus. Und hier was einsammeln? Ne. Schade. Hinten. Kommen wir hier schon oben. Hopp.
Tierköder. Sehr gut. Ich weiß, das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Aber wir brauchen, glaube ich, noch... Was ist der Tierköder, den wir brauchen? Irgendwas fehlte uns noch zum Reiten. Boah, der Track hier ist so cool. Fällt mir echt. Ah, guck mal, hier ist ein Speicherpunkt. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, können wir gleich mal speichern. Das ist, glaube ich, nicht schlecht nach dem Kampf gerade, wenn wir keine Leben mehr haben. Das heißt, wir müssen draußen bei dem Shop-Roboter nochmal... Oh, wirklich... Maschine mit Make-up. Du bist also die Dorfnutte, oder was? Was? Maschine mit Make-up? Ach, John Paul. Was? Was laberst du für ein Schwachsinn? Die hat auch noch einen Ring, aber das ist definitiv die Dorfnutte. Ich brauche eigentlich deine großen Federn, mein Kollege. Nur so nebenbei. Braucht man für irgendwas. Aber wir müssen eh in die Wüste. Das heißt, da können wir uns ein paar von denen noch holen. Erstmal werden alles einsammeln, ja. Ah, eine Kiste. Fähigkeitshalber, wir brauchen Medis. Ich glaube, der Rückweg wird nicht ganz so friedlich. Kommen die eigentlich hier hoch? Ich weiß, dass sie nicht so hoch springen können. Kommen wir hier rein? Nein. Ah, steht nicht im Weg rum. Geht's hier lang? Ist hier noch eine Quest? Leuchtet's rot. Maschine mit Hut. Was ist das? Ballartige Maschine. Ne, red dann. Red doch. Hä? Können mit der ballartigen Maschine nicht reden. Die Existenz geht dem Wesen voraus. Der Mensch ist nichts anderes als das, was er lebt. Außerdem, hallo? Ja, und ihr seid? Wartet, nicht sagen, ich habe bereits geschlussfolgert, ihr möchtet meine Erklärung der großen Geheimnisse des Seins hören. Nun gut, lasst uns damit beginnen, das Konzept des Existenzialismus zu besprechen. Das Wesen und die Existenz sind zwei Seiten derselben Medaille. Aber was ist Existenz? Gut, dass ihr gefragt habt. Für die Antwort werde ich ein paar lange Stunden über. Das ist sinnlos. Es hat keinen Sinn, mit John Paul zu sprechen. Wir haben irgendwann aufgehört, uns aus ihm schlau werden zu wollen. Es gibt immer nur diesen Kauderwelsch von sich, das er als Philosophie bezeichnet. Wenn ihr mehr wissen wollt, sprecht besser mit seiner Anhängerin, denn sie drücken sich meist verständlich aus. Verständlich aus, eh? Und seine Anhängerin, das ist die Geschminkte, die Dorfnutte. Dieser Typ hat Anhängerinnen? Wohl eher Fans, nehme ich an. Aber ja, es gibt ein paar, die ihm abkaufen, was er sagt. Fragt mich nicht, warum. Manche Leute sind einfach so drauf, schätze ich. Es gibt sogar eine Anhängerin von John Paul hier im Dorf. Ja, die Dorfnutte. Kennt ihr die Maschine mit dem bemalten Gesicht? Die Dorfnutte, hallo? Ja, die Dorfnutte. Doch gesagt. Hä? Lass mich hier durch. Ich will das Häusel. So, wir müssen also die Dorfnutte nochmal besuchen. So, nur erstmal gucken, ob es hier noch was gibt. Kommen wir hier ran? Ja, aber hoch einfach. Kleine Erholung. Oh ja, die brauchen wir. Wie viele haben wir jetzt inzwischen wieder? Dreier. Was ist die jetzt benutzt? Stromfeste Salbe habe ich gerade benutzt. Ich weiß gar nicht, für was die gut sein soll. Hä? Wer ist hier gestorben? Kann da keiner sterben, Eidos? Das glaubt er doch selber nicht. Gegend erhalten, ja. Wie viel Geld haben wir eigentlich inzwischen? Sollte ja inzwischen ein bisschen was sein. Geldmittel, 20.000, juhu.
Sehr cool. So, jetzt sind wir nochmal zur Dorfnutte. Ich weiß, ich habe schon ein paar Mal gesagt, aber der Soundtrack ist geil. Das war nicht der Weg zur Dorfnutte. Das hier müsste sein. Kiste. Ich brauche Uni, aber Kiste. Beim Temposalbe, was nützt es, einen Androiden mit Salbe einzuschmieren? Jetzt mal ohne Witz. Den geht's runter. Aber hier verlassen wir doch das Dorf, oder? Wir müssen aber noch zur Dorfnutte. Ein Android, der heult, Alter! I am definitely not the person to discuss this with. I don't think I can stand spending one more day in this bunker. You leaving would be bad for me. It would affect mission efficiency. Are you saying you need me to? Oh, God. All Model B combat units require the assistance of an operator. So... Oh Gott. Unglaublich. 2B weigert sich wirklich jegliche Emotionen zuzulassen. Kommen wir hier raus? Wir sind Wildschweine auf der anderen Seite, aber wir kommen hier eh nicht raus, wenn ich das so... Das ist wahrscheinlich dann ein anderer Eingang später ins Dorf. So, aber wir müssen noch zur Dorfnutte. Yep. Ja. Na, springt er nicht wieder runter. Sollten vielleicht mal mit einfachen Springen probieren. So. Hä? Luft? Wo kommst du denn her? Du warst vor uns nicht hier, Kollege. Ich passe auf, dass keine seltsamen Gestalten ins Dorf eindringen. Dieser Weg führt zum Schloss im Wald. Ah, okay, jetzt, wir haben das Dorf praktisch gerade verlassen. Da steht eine Maschine im Anzug. Wir haben das Dorf verlassen, also sitzt Reap King. Das heißt, die Animation ist vorbei und jetzt reden sie wieder normal. Oh, 850 Gold. Liegt der nächste, hä? Wieso sterben alle? Auch so viel dabei. 1300 Gold. Geil. Boah, Beeinflussung und Todesheilung 6. Vatermaschine. Willkommen in unserem Dorf. Kindmaschine? Hallo, schönes Wetter heute, nicht wahr? Muttermaschine, ehrlich? Bitte lassen Sie es mich wissen, wenn Sie ein Anliegen haben. Was sagst du jetzt? Dasselbe nochmal, okay. Hep. Schrecklich, einfach schrecklich. Hä, was? Was denn? Ich will die Kisten endlich aufmachen. Weil das ja eine Tür ist, das ist eine Kiste. So, wo ist jetzt die Nuttenmaschine? So, hier ist der Onkel mit Hut. Hey, was ist da oben? Hallo, das ist ein Shop? Indoor-Maschine. Ich bin eher der bequeme Typ. Ich mag es, in die Ferne zu schauen, während ich zu Hause faulenze. Wirklich, zu Hause faulenzen? Das ist ein 3 Quadratmeter Zimmer mit Loch. Outdoor-Maschine, oh Gott. Ich bin am allerliebsten draußen in der Natur. Unter dem Rascheln der Bäume durch die Wälder zu fliegen, was kann es Schöneres geben, richtig? Nun, wenn man nicht fliegen kann, kann man das wohl auch nicht nachvollziehen.
Nein, nein, ich will nicht nochmal reden. Da oben ist auch eine Maschine drin. Ne, können wir nicht. Aber wir müssen immer noch zur Dorfnutte. Kamera, ein bisschen schneller, danke. Hier ist die Dorfnutte. Maschine mit Make-up. Ist Dorfnutte. Hallo, dürfen wir dich etwas fragen? Kennst du zufällig eine Maschine namens John Paul? Aber gewiss, Meister, John Paul ist ein Genie. Man kann ihn in jeder Beziehung auf ihn bauen. Sprechen wir von demselben John Paul? Glaube ich nicht. Beim Gedenken daran, wie viel er mich lehren konnte, schrieb ich ihm einen Brief mit der Bitte, mich anzuleiten. Ihr bringt ihm doch hin, oder? Hä? Ich kann nicht zulassen, dass diese Dame aus der Wüste ihn zuerst erreicht. Oder diese Schreckschraube aus dem Vergnügungspark. Na toll, es gibt noch mehr von dieser Sorte. Und Augenblick mal, sie haben Geschlechter? Gegenstände halten, Brief für John Paul, ein. Okay, dann bringen wir den mal gleich hin. Was für eine idiotische Quest, aber egal. Wenn wir eh schon mal hier sind. So, Kamera ist ein bisschen langsam, wir sind ein bisschen schneller. Komm her. Ah, jetzt hängen wir da hier dazwischen. Hallo? Ja, ich verstehe. Träume sind die geistige Version perfekter Realität. John Paul, wir haben etwas für dich. Erlaubt mir sofort einen Blick darauf zu werfen. Interessant, ein Brief, nicht wahr? Eine weibliche Maschine hat uns gebeten, ihn dir zu bringen. Sie sagte, sie könne sich auf dich verlassen und dass du so ziemlich alles wüsstest. Jaja. Nun, wenn ihr erlaubt, glaubt ihr, dass die Existenz dem Wesen vorausgeht. Hat das etwas mit dem Brief zu tun? Nein. In Ordnung. Aber du solltest nicht auf diesen Brief antworten. Ist man verpflichtet, jede Frage zu beantworten, die einem gestellt wird? Heißt das, euer Anspruch ist, wer oder was wäre dem mächtig genug, mir eine solche Bürde aufzuerlegen? Das ist Zeitverschwendung, das glaube ich aber auch. Du hast recht. Ja, ich glaube es auch. Okay, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich in der Wüste und hier im Vergnügungspark sind noch mehr, die zu John Paul wollen. Warte, hier ist noch ein roter Punkt. Der ist unten. Da unten? Ach, wieder bei der Dorfnutte. Ja, ach, geht doch. Ah, geht doch vorbei. Egal. Ah, da seid ihr ja. Und? Was hat der Meister zu meinem Brief gesagt? Er hat tatsächlich gesagt, er sei eine Antwort nicht wert. Ich wusste es. Es ist nicht nur der Größte. Was? Er ist nicht der Größte. Ich kann gar nicht genug von ihm bekommen. Ist er nicht der Größte? Was du nicht sagst. Ich glaube, die sind völlig retarded. Nein, wir speichern nochmal und dann würde ich sagen, machen wir uns mal. Ja, falsche Taste. Dann machen wir uns nochmal auf den Weg. Shop. Zwei Shops. Was verkauft er? Waffenhändler, Maschine. Und er? Händlermaschine. Willkommen. Brauchst du etwas Bestimmtes? Oh, was verkaufst du ein schönes? Oh. 1, 2, 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 1. Hitler verkaufen wir auch mal. So, was haben wir hier Schönes? Verkauft er was anderes irgendwie? Hat Textlog den Textlog anzeigen? Hä? Hat Minikarte? Angelplatz? Schneller, was? Schneller AKZ? Produziert Abklingzeit des Spotprogramms? Achso. Ja. Genau, einen Beutel brauchen wir. Ein Beutel mit dem Duft, sie werden nicht davonlaufen. Den brauchen wir. Ja. Ach, wir müssen den gar nicht benutzen. Es reicht, wenn wir den einstecken, habe ich das richtig sehe. Da können wir dann
vielleicht mal versuchen zu reiten. Ja, so, Waffenhändlermaschinen. Die Dörfer hier mögen keinen Streit, sind aber für den Notfall bewaffnet. Wenn es dich interessiert, kannst du dich ein bisschen umschauen. Oh, sehr schön. Kaufen. Die haben andere. Maschinenschwert. 140, 210. Eine Axt der Maschinenwesen. 208, aber relativ langsam. Auch relativ. Es ist relativ schnell. Ich weiß jetzt nicht, was unser Zeug hat. Da können wir bei Upgrade gucken. Gedehnte Spule brauchen wir hierfür. Genau. Verbeulte Platte und Titanlegierung. Wo kriegen wir Titanlegierung her? Das würde mich jetzt mal interessieren. Mich würde auch mal interessieren. Wie soll ich noch nicht auf. Wie soll ich noch nicht pinkeln? Warum muss ich die ganze Zeit pinkeln? Was kosten denn die Waffen? 15. Aber ich würde sagen, wir bleiben erstmal bei uns an. Wir versuchen die mal zu upgraden. Ich habe nur keine Ahnung, wo wir Titanlegierung herkriegen. Die Herstellung habe ich von einem legendären Schwertschmied, der im Wald lebt, gelernt. Wenn er nur auch hier ins Dorf kommen würde. Egal. So, wir gehen jetzt mal wieder. Was? Abgelenkte Maschine. Willkommen in unserem Dorf. Viel Vergnügen. Ja, okay. Wo geht's lang hier? Da ist noch eine Maschine. Und passt bestimmt wieder auf. Dies ist unser Dorf und ich beschütze es. Wann wohl der Wachwechsel stattfindet? Oh Gott, Alter, hey, hier sind zwei Wege. Wo führt der hin? Hier nach unten. Ja, muss ich jetzt nachgucken? Hilft nicht. Hauptsache 6 Euro ruft ihn wieder an. Ach guck mal, der fährt direkt hier hin. Ah, cool, ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind. Perfekt. Aber kommen wir ja auch durch? Hä? We can get into the city ruins if we move that box. Ja. Bist du da jetzt alleine drauf gekommen, mein kleiner Retard? Ich glaube, ich nenne den nicht mehr 9S, sondern einfach Retard. So. Ganz winzige Pause. Ich muss nämlich mal pinkeln. Es geht in einer Sekunde weiter. Ja, eine winzige Sekunde. Gleich wieder da. Oh. Geht gleich weiter. Ganz nur kurz Nase putzen und dann geht los. So, da sind wir wieder. Soll ich jetzt mal probieren, Tier zu reiten? Oder schaffen wir erstmal das Zeug weg? Ich probiere das mit dem Tier. Das allererstes. Oh, der scheint. Ja, er flüchtet nicht mehr. Wir haben den Beutel und er bleibt hier. Komm her, komm her, komm. Ich will doch nur spielen. Wie macht man das jetzt?
Müssen wir mal hier. Nee. Machen wir nicht sowas? So. Ach, ich wollte das doch noch nicht benutzen. Ausrüstung ändern? Ne, Gegenstände benutzen. Tierköder. Ein Tier geben, um es zu reiten. Ah, okay, cool. Mit dem Temp. Oh ja, komm. Bin ich eh. Geil. Ja, yeah, beim Reiten ist natürlich das Einzige, was man sieht, der ein Arsch, Alter. Das ist ja so klar. Egal. So, wie effektiv ist denn der? Boah, ja. Haha, cool. Kann der angreifen? Ne. Ja, jetzt habe ich mit dem Pott geschossen. So. Ah. Ah. Okay, da reicht. Verbesserung der Konvention 7. Hä? Von 1? Was? Haben wir doch schon alles. Das sollen wir doch schon zu einem Ende bringen. Ja. Cool, da holt sich jetzt ja aus. Ah, jetzt können wir nicht mehr reiten. Ah, können also praktisch bloß einmal, okay. Na gut. Dann schaffen wir mal das Gelumbe weg. Ist ja nicht weit. Also diese Frame-Tops hier, die sind echt teilweise echt übel, ey. Hey Kollegen. Hallo. Die sehen so cool aus. So. Ja. Hallo. Hier ist die Nebenmission. Ja. Sag mal, ihr seid doch die neuen Jora-Modelle, oder? Wenn du es schon ansprichst, ich glaube schon, dass wir die neuesten sind. Brauchst du etwas? Ich wette, dass neue Modelle wie ihr so ziemlich alles erledigen können. Hm? Ihr seid vermutlich sogar in der Lage... Nein, nein, ich sollte das nicht fragen. Das wäre unhöflich und trotzdem... ja, okay. Warum sagst du uns nicht, was los ist? Vielleicht können wir dir helfen. Na schön, wenn ihr drauf besteht, einer meiner Freunde wird vermisst. Vermisst? Das klingt nicht gut. Wo wurden diese Freunde denn zuletzt gesehen? Im Materiallager, in dem er auch arbeitet. Im Materiallager? Hm? Vielleicht sollten wir da mal nachschauen. Ach bitte, das würdet ihr machen? Ohne ihn bin ich... Bitte. Okay, jetzt dürfen wir ins Materiallager, das wäre natürlich cool. Jetzt haben wir hier Feinde auf der Map markiert, okay. Wo müssen wir denn eigentlich? Achso, wir müssen ja eh zu Amanda. Ich weiß gar nicht, wir müssen lieber beides bei Amanda abgeben, was wir jetzt gemacht haben. Ich habe durch den Bunker davon gehört. Das sind die Teile, die wir für unsere Netzwerkstruktur benötigen, richtig? Danke, dass ihr sie hergebracht habt. Es ist zwar nicht viel, aber ich habe eine Belohnung für euch.
Aber nicht der Kommandantin sagen, es verstößt möglicherweise gegen die Vorschriften. Naja. Aufgabenbelohnung, einfaches Gerät 5, mittlere Erholung 3 und 3000 Gold. Neue Stufe, Level 12, geil. Richtig, richtig geil. Wieso können wir nicht mit ihr reden? Achso, wenn jemand anruft. Material handover complete. Copy that. Good work. I see the commander's as much of a slave driver as ever. It's like she was built to be as efficient and hard-assed as possible. Oh, she's not so bad. Are you serious? Totally serious. The commander actually lets a lot of things slide on the side. Like, did you know that she leaves piles of clothes strewn everywhere? The cleaning team is so sick of it. Oh, and she never performs regular maintenance on herself. A lot of the hard-ass nature you mention is just for show. How do you know all this? I can't tell you that. Operator 6-0, out. What the heck was all that about?